aber auch im Konsolenbereich. Da war ein cooler Kollege und das ist Colin Gebelmann, der uns jetzt noch einmal Dragon Blade Wrath of Fire vorstellen wird. Ja, und ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal so ein bisschen das Intro an. Denn ich habe ja du faule Sau! Nein, ich habe geschwärmt von tollen Zwischensequenzen und im Intro bekommen wir auch eine und wir hören jetzt auch mal ein bisschen Sprachausgabe. Das ist doch nicht schlecht. Und jetzt wirst du wirklich zurückkatapultiert in eine Zeit, als die PlayStation 1 dominierte. In einer Zeit, die eigentlich das erste Take heißt. nee. Ich mach's ja mal gerne umgekehrt. Muss ein bisschen überraschen. Aber du gehst auch gerne ins Kino. Also warum dann nicht einfach mal hier so ein schönes Intro genießen? Finally, with his last magic, he hid the fragment away and died. Ja, das letzte Drachenfragment eben, mit dem wir unsere Reise gestartet haben vorhin. But with little success. I called out to Jandral's blood, called out to one generation. Es wird doch besser, es kommt gleich auf die Sprachausgabe erinnert mich voll, die ist so übertrieben gesprochen, als wär's beim Wrestling. Weißt du, irgendwie deine so, and you, I'm going to take you on by the blood of the dragon. Ja, ich glaube, das kommt, aber ich hätte es lieber auf Deutsch auch gehört. Das wäre nämlich so eine richtige, so eine einem, der Welt zerschmetterten Wormanax und seine dunklen Jünger jegliche Hoffnung. Jene Menschen, die ihm bereitwillig dienten, verwalten schließlich auch äußerlich im Monster und trugen das Übel in die Welt. Ich hasse Intros, die einfach nur Bilder sind. Nee, es wird jetzt gleich schon. Das ist ja quasi in vergangenen Zeiten. Achso, das ist das Teaser-Intro. Genau. Und jetzt geht's gleich quasi nicht überspringen. Nee, leider nicht. Also ich kann überspringen, aber ich habe dann die Angst, dass diese absolute Render-Mega-Attacke, die uns gleich erwartet, auch übersprungen wird. Man weiß ja nicht immer, was dann übersprungen wird. Und was nicht. Aber jetzt gleich kommt's. The last of Jandral's blood. A man simply called Dao. Yeah. Und jetzt wird das Ganze auch eben bewegt, so wie du es dir gewünscht hast. Nö. Oh nö, was ist das denn? Aber danke, das bedrohte Dorf. Ja gut, dann machen wir das jetzt. Das bedrohte Dorf. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt... Kommt jetzt nochmal hier Intro, McIntro-Stein? Ah, jetzt war... Ich bin... Oh, jetzt muss ich erst noch das Tutorial machen. Ja, komm, wir machen das Tutorial. Oh Mann, ey, Colin Gable! Ja, aber kann ich doch nichts dafür. Das Spiel ist halt wirklich so... Ich meine, ich will euch das... Komm, das machen wir jetzt. Echt, das scheiß Spiel, das jetzt das Tutorial gleich am Anfang macht. Wie blöde. Ja, ich dachte, erst kommt die schöne Sequenz. Guck mal hier. So, jetzt machen wir mal schnell das Zeug kaputt, so wie uns der Drachenfürst. Oh, Stoße hier. So, hat geklappt. Mann. Zack. Große aufregend, das ist toll. So, was muss ich jetzt machen? Hast du die drei am Match den Finalangriff? Wenn du, das ja, okay, das ist dieses, man fuchtelt so lange rum, bis quasi alles die dritte Attacke dann eine mega, super geile Turbo-Nauten-Attacke wird. Ich weiß, es ist ja so ein richtig schönes Battle-Fall-Take, was wir hier gerade machen. Aber ab und zu muss man auch mal sich zurücklehnen und einfach nur genießen. Du kannst dich aus der Sache nicht rausreden. So, jetzt haben wir die großen Kräfte, genau, das sind hier, guck mal, was wir alles hier serviert bekommen. Das ist natürlich... The good old health, Lebensenergie. Ich glaube, die ist übrigens nur rot, die Mana-Energie, was du ja vorhin bemängelt hast, weil es natürlich Feuer, Drache, das soll natürlich dann auch entsprechend rüberkommen. Und blaues Feuer. Reisdrache sein. Reisfeuer? Ein Eisdrache? Das wäre natürlich, ja. Das wird der Reisfeuer. Ja, das wird wahrscheinlich dann der Wrath of Ice. Das ist ja der offizielle Nachfolger. So, das soll für heute reichen. Und jetzt endlich... Ich sag nur verfrühter Feierabend jetzt. Jetzt kommen nämlich endlich die schönen... Du bleibst jetzt aber schön auf brav hier sitzen. Und das ist technisch schon eindrucksvoll, dass sie hier geboten bekommen. Zumindest wenn man das Super Nintendo als State-of-the-Art-Konsole nimmt. Und noch hier ist die Sprachausgabe, zwei Sprecher, da musste wohl beim Budget gespart werden. Ich finde es auch schön, dass sie beide gerade panisch nach links geguckt haben. Und nicht, dass da was passierte. In dem Moment, das brennt ja offensichtlich schon ein bisschen länger und nicht erst seit 20 Sekunden. Aber vielleicht nicht zu spitz, finde ich. Ja. Also das ist echt eine Dramatik, die hier aufkommt. Große Gefühle. Fantastisch. Meint ja die große Steintafel neben meinem Haus.
keine Ahnung, ich kann nicht mitlesen. Ich bin so gefesselt bei der Dramatik, der Gesichtsmimik. Der David, die ziehen hier wirklich alle. Jetzt denkt er sich wahrscheinlich so, Gott, es brennt alles. Lass uns noch einmal richtig schön schnackseln, bevor wir auch zu Asche werden. Aber das typisch Frau sagt dann, nein, wir haben keine Zeit, du musst das Dorf retten. Und er so, oh scheiße, Dorf. Ja, ist ja gut, ich gehe schon. Mann. Und das Altglas bringe ich dann auch noch weg. Ja. Och, da kommen die bösen Monster. Stell dich auf die Steine. Ja, das ist wirklich hier. Das ist. Also hier braucht man schon einen großen Storywriter. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war. Ja. Ja, ich glaube, viel mehr werden wir von dem Teil auch nicht mehr sehen. Ist auch, glaube ich, gar nicht so schlimm. Also, ihr habt, denke ich mal, gemerkt, das Ding ist höchst mittelmäßig. Absolut. Lohnt sich wirklich nicht, es sei denn, ihr seid wirklich ausgehungert, habt keine andere Konsole und liebt Schnetzel- und Metal-Spiele, die nicht gut aussehen. Ja.